Herzlich willkommen zu einem neuen NES Let's Play. Heute probiere ich mich an Contra. Ich glaube, dass ich es vor x Jahren mal gespielt habe, kann mich aber echt null dran erinnern. Und wir legen gleich los. Mal schauen, was mich da erwartet. Also, dass es ein Shooter ist, weiß ich schon. Okay. Ich überlege gerade, wo ich das schon gespielt habe. Wie viele Leben habe ich eigentlich? Okay, eins. Ah nein, doch. Noch mehr? Ah, Moment. So wird es schon besser. Nicht zu zaghaft schießen, einfach mal weit drauf halten. Ah, die Grafik ist fein. Ist nichts glatte. Ich finde die ist für ein NES Game jetzt echt top. Wirklich. Wow, das hätte ich mir denken können. Hat aber nichts gemacht, ich überlebe trotzdem. Wow. Ah, ja, ja, das habe ich schon befürchtet, aber den kann ich anscheinend nicht abschießen. Kann das sein? Oh ja. Ich möchte da wieder rauf, ich habe irgendwie Angst, dass ich da fest. Also wird das nix. Boah, ewig wird das. Kann's nicht sein, oder? Bring über den Schuss drüber. Genau, das hat funktioniert. Das für ein komischer Schuss. Und der erste Continue brauche ich schon. Naja. Wie gesagt, ich spiele es zum ersten Mal. Bin von der Grafik begeistert. Okay, das Spielprinzip ist ja, schießen, durchgehen. Nein. Natürlich intelligentere Spiele, aber ne. Ja, man kann es auch zu zweit spielen. Macht zu zweit sicher super Laune. Also ich glaube zu zweit. Ich habe mal gedacht, das geht sich aus. Nicht vorsichtig genug. Ah, jetzt bin ich wieder oben. Cool. Steuerung ist eigentlich ganz fein. Gut. Wir verstecken sich dahinter ein Gebüsch. Das bringt das Ganze natürlich nochmal auf eine andere Ebene. Das ist der Flammenwerfer, oder? War ich jetzt ewig brauchen? Doch nicht. Oh. Warum hüpfe ich denn nochmal nicht blöd, Mann? Ja, es ist jetzt schon schwer, aber wenn man sich ein bisschen bemüht und sich reinfuchst,
ist das an keiner Stelle unfair, also ist voll okay. So, einfach immer schön draufhalten. Mal schauen, ob ich jetzt da drüber komme. Ja. Wunderbar. Naja, fast. So, man sieht, ich lerne dazu, ich bin mal nicht gestorben an der Stelle. Freude, Freude. Da kommt er wieder aus dem Gebüsch hinten raus. Ah, Punkte gibt es irgendwie nicht, oder? Da sehe ich irgendwas falsch. Ich möchte dieses Feuer eigentlich nicht haben. Ich fand das. Wieso schaffe ich das? So, weiter geht's. Ja, oh, geht da. Ah, hüpf doch. Warum hüpfe ich denn nicht? Ein Blöd. Ah, ihn hier einfach machen. Ah. Schlau. Na geh, okay, wieso müsst ihr genau in dem Moment hüpfen, wo ich hüpfe? Das ist doch ein Blöd. So, ich sehe schon, über Stage 1 komme ich wahrscheinlich nicht raus hier. Bei diesem Let's Play, wo ich einfach nur mal so ziemlich jedes NES-Spiel anzocke. Ja, damit. Extra Power. Oh, ah, zu spät gehüpft. Ah. Ja, komm raus aus dem Gebüsch. Da. Also ich bin echt verwundert von der Grafik, also in NES-Verhältnissen wirklich der Hammer. Ich meine, ist jetzt nicht Super Nintendo Niveau, aber die ersten Super Nintendo Spiele war jetzt auch nicht so viel besser. Und der NES war doch viel schwächer auf der Brust von der Hardware her. So. Kein Wunder, dass das Spiel so erfolgreich und bekannt wurde. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn unendlich Gegner kommen. Nur wir spielen nicht, überhaupt nicht gefällt. Darf ich den? Okay, an der Stelle muss ich besser aufpassen, da bin ich vorhin auch gestorben. Der wieder den normalen Kackschuss. Dieser? Oh. Ah, ich kann kurz lesen, oder? Ah. Ah. Wow.
Endgegner! Der da unten hat mich einfach irritiert, den hätte ich zuerst platt machen. Einmal geht's noch, sag ich. Wir sind jetzt bei 10 Minuten. Einmal noch Contra von Konami. Den Original am NES. Wurde ja für sehr viele verschiedene Konsolen umgesetzt. Gab es ja nicht nur am NES. Mal schauen, vielleicht spiele ich auch mal den zweiten Teil. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Gab es den zweiten Teil auch am NES? Zuerst in einem Super. Hätte ich mich mal vorab informieren können. Naja. Oder alles platt machen. Und da oben einen extra Bonus holen noch. Da. Holen da oben. Ich dachte, ich fliege runter und bin hin. Okay, kann da unten auch weitergehen. Ja, das muss man einmal sagen, das ist ja dann viel, viel leichter. Nee, die blöde Flamme nehmen, naja. So, man kommt aber schnell rein in das Game. Ich verstehe auf jeden Fall, warum es so beliebt ist oder beliebt war. Ah, der ist ja genial. Mein Lieblingsschuss. Ab jetzt. Den Laser, den lasse ich gleich da liegen. Der ist viel besser. So, darauf. Alles platt machen, da einfach. Aber der hat kein Dauerfeuer. Da muss ich echt Button smashen. Einfach immer. Ah! Okay, das hätte ich gekriegt. Nach hinten. Muss da unten. Was muss ich? Aha, der will natürlich genau. Ich müsste auf dieser ganz Plattform ganz vorne sein. Nehme ich mal an. Ja, einmal kurz getroffen, aber ich glaube, so werde ich ihn nicht schaffen. Muss ich machen, wie sie den einen Weitschuss macht? Ja, und dann. Wenn ich den anderen Schuss hätte, hätte ich den natürlich schon längst erledigt. Na, ich muss da irgendwie ganz nach vorne, aber. Kann ich mir die Frequenz da irgendwie. Einmal weit, einmal nah. Komme ich da irgendwie drunter? Ist doof, ne? Wo komme ich auch nicht hin? Das war knapp. Immer so ein kurzer Treffer, ich meine, da werde ich ewig brauchen. Beziehungsweise werde ich es einfach nicht überleben. Nicht mal getroffen jetzt. So. Ah! Die kann ich wegschießen. Okay, und jetzt? Einfach draufhalten, ja? Ja! Level 1 geschafft, naja, bitte.
Stage one clear. Wow. Okay, das kannte ich jetzt echt nicht. Falls ich es mal gespielt habe, habe ich es niemals so weit gespielt. Das ist ja urlässig. Wahnsinn. So, come on, für ein NES-Game ist das der Wahnsinn. Der Wahnsinn, Leute. Ah. Ich glaube, das muss ich irgendwann mal zu zweit probieren. Ich hoffe, ich weiß es nicht, ich hoffe, das kommt auf die NES-Klassiker auf die Switch. Ich glaube, die genaue Spielliste steht noch nicht fest. Aber ich habe so die Befürchtung, dass dieses Spiel wahrscheinlich nicht draufsteht. Ah, geh. Wie weiche ich denn aus? Ah, ich auch noch verschieden. Trottel. Ah! Also, es ist schon richtig hart. Muss man hüpfen. Okay. Da ist echt alles rausgeholt hier mit dem 3D-Sequenz. 3D unter Anführungssequenzen hier. Einmal geht's noch. Ah. Ich hüpf doch eh schon weg. Jetzt bin ich ja wirklich gehüpft. Komm an. Was soll's? Ein allerletztes noch. Eins geht noch. Ja, ihr merkt, es macht Spaß. Ah. Wo soll ich denn da hinspringen, bitte? Geh bitte, es ist ja... Ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Aber es ist super gut gemacht. Grafik ist Hammer eigentlich. Und Spielspaß, was passt, also... Hammer Game. Schade, dass ich das damals zu NES-Zeiten nicht hatte. Hätten mir gefallen, meinen Eltern wahrscheinlich nicht ganz so. Aber ja, coole Sache. Also Leute, wenn ihr Lust auf ein NES-Game habt, zockt auf jeden Fall, weil Contra ist der Hammer, Leute. Ist wirklich geil. Also, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten NES-Game. Werde ich hier gleich irgendwo verlinken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und so. Und ciao, ciao.